Willkommen zurück zu Mass Effect 2. Ich befinde mich bereits auf Ilium, denn hier findet unsere vorerst letzte Mission statt mit dem Layer of the Shadow Broker DLC. Ich habe mir bereits so ein paar Überlegungen gemacht, wie dieser DLC eventuell ablaufen könnte und ich gehe aktuell davon aus, dass Liara Tassoni mit an unserer Seite in dieser Mission kämpfen wird, was bedeutet, wir haben nur einen weiteren Squad-Mitglied Platz frei und dementsprechend habe ich mir so ein bisschen meine Squad-Mitglieder und deren Skills angeguckt und mich entschieden, Garrus mitzunehmen, denn wenn man sich seine Powers, wie sie es hier schön nennen, anguckt, haben wir Concussive Shot, eine Möglichkeit, Gegner zu Boden zu drücken. Wir haben Overlord, das die Möglichkeit gibt, Schilde zu overpowern, wie es hier genannt wird, aber auch Synthetic Enemies. Und wir haben mit Armor Piercing die Möglichkeit, mehr Schaden gegen Armor und Health anzurichten. Und insgesamt wirkt es einfach wie ein Charakter, der gegen viele Situationen ankämpfen kann. Und ich denke, das ist vielleicht gar nicht mal so falsch, einfach weil der Shadow Broker ja an und für sich scheinbar sehr, sehr stark sein soll. So, bevor wir uns jetzt darauf stürzen, gibt es hier noch eine Möglichkeit, mit Tali reden zu können. Very few Quarians ever set foot here. Ilium doesn't allow the flotilla to approach beyond a certain distance. This is the greatest planet in the galaxy for those who can afford it, and they work hard to keep the Quarian fleet away. Ah, nochmal so ein kleine interessante Titbits hier und dort. Und ich würde sagen, gucken wir mal ganz kurz, ist hier irgendwas anderes? Ich sehe jetzt nichts. Was auch interessant ist, also gehen wir hoch ins Büro und starten den DLC. Shepard, it's good to see you again. So, what can I do for you? I know you're looking for the Shadow Broker. Cerberus gave me data on where to find him. Interested? Absolutely. I had no idea. Let me see what you've got. It looks like a leaked transmission between Shadow Broker operatives. Some hints as to the location and... It's about Farron. He's still alive. Who's Farron? He was a friend. He helped me recover your body from the Shadow Broker. Why did the Shadow Broker want my corpse? He was going to sell you to the Collectors, but Farron and I stopped him. Farron sacrificed himself to save me. So you rescued me? Then how did I end up with Cerberus? Well, they gave me intel to help recover you. They actually put Farron with me in the first place. After I got out, I gave you to them. They said they could bring you back. You kept me out of the Collector's hands. Without you, I couldn't have come back. Thank you. I didn't know how you'd feel when Cerberus restored you. If you'd feel betrayed or... They brought you back. And now they're giving me a chance to find Farron. After 2 years, I hadn't even dreamed. Sounds like you and Farron were close. It's funny. He betrayed me more than once. He was double-dealing for Cerberus, for the Shadow Broker. But in the end, he sacrificed himself for me. I owe him. Any friend of yours is a friend of mine. What's the next step? I don't know. I need to prepare, to think. I'm going home. Use my terminal if you need any local intel. You okay? I've spent 2 years plotting revenge. Now I have the chance to make it a rescue. Let me help. I'll come by your apartment. Okay. Hopefully I'll have a plan by then. Thank you, Shepard. Haha, das startet hier doch schon mal ganz interessant, denn die große Frage wurde ja so nie gestellt, ob wir einfach aufgenommen worden sind, nachdem die Collectors uns angegriffen haben, aber scheinbar sind wir da in die Hände des Shadow Brokers gefallen. Okay, wir können jetzt hier scheinbar nicht einfach so dran vorbeilaufen. Nope. Okay, there's no further intel. Ja, dann haben wir hier unsere Aufgabe bereits erfüllt. Ist die Frage, was für Intel man da hätte bekommen können. Aber scheinbar haben wir bereits alles. Gucken wir mal, was das Spiel uns jetzt hier im Endeffekt sagt. Go to the docking area and take a cab. Where is the docking area? Taxi stand? Fragezeichen? Da hinten vielleicht? Cab Control? He knows. I don't know how. It doesn't matter. Ja, sehr schön. Give him a full refund now. And then get your ass someplace safe.
Seal off those trace samples and get them back to the lab. We got multiple shots fired. Yeah, techs are going over the place now. Sandra, we got an open carrier on this end. Switching to a coded relay. What's going on? This area is sealed off. Please step back, sir. Sealed off? Why? Someone tried to kill your friend, Commander Shepard. Thank you, officer. Your people are dismissed. You can't do that. Already done. Tila Vasir, Special Tactics and Recon. A Spectre? I heard your status was reinstated. Good. You're one of our most famous operatives. Might even get you to sign my chest plate. So, I assume you had business with your friend this evening, Commander. Liara was following a lead on the Shadow Broker. The Shadow Broker? Dangerous enemy to have. What are the facts so far? About 25 minutes ago, someone took a shot at Tisoni. Note the bullet holes. She stuck around for almost 4 minutes before leaving the building. Whatever she was doing was important. If Liara isn't here, where is she? If I knew that, I wouldn't be sifting through her crap. There's no blood, no body. It looks like Tisoni got away. The sniper didn't plan on her kinetic barrier. Clever girl. Paranoid, but clever. Did the police find anything when they arrived? Just the mess and the bullet holes. I gave them a gold star for finding the bullet holes. Liara was expecting me. She would have left a message here. Her office wasn't safe. I'm not surprised. Ilium is just Omega with expensive shoes. I haven't found anything useful for tracking her down yet. You knew Tisoni better than I do. Where would she have hidden her backups? Let me take a look around. Huh. Ich hätte wirklich gedacht, dass wir sofort auf den Shadow Broker übergehen würden, aber es ist natürlich ein bisschen anders. Gucken wir uns also hier die Schusslöcher an. The rifle used to do that wasn't standard issue. The kinetic barrier deflected the shots, but they still managed to penetrate the glass. Meine, ist ja auch nur Glas, wa? It's part of my old armor. Looks like someone didn't like you much either. Ich meine, man wurde hier die Rüstung aufgehoben. Könnt mit ihr noch mal reden. Degree, okay. A doctorate from the University of Ceres, Abanthesia. She's getting good use out of all that education. Sure does. Don't worry, Commander, we'll find her. Okay, also das haben wir auch abgearbeitet. Painting. Guten Tag. Yeah, that's not the Asari homeworld. I'm not sure what planet that is. It's Ilos. Ja. Exakto. Irgendwas hier? No. Kein Snack irgendwie hinterlassen für uns? Frechheit. Was haben wir denn noch so Feines? Hey, ein Bild. The picture changed when you touched it. It must be keyed to your ID. What does it show now? It's a Prothean dig site. Liara did leave a message. There are a few Prothean-looking objects around the apartment. Let's see what we can find. Kinda freaky, dass... Obwohl wir so überhaupt keinen Kontakt über die 2 Jahre hatten, sie die Möglichkeit hat, so Informationen zu hinterlassen. Those things must be worth a fortune. If you say so. Sonst hier oben noch irgendwas? Scheinbar nicht. Okay, hier werden uns ein paar Sachen angezeigt. She was certainly into ugly. Damn. Vasir, I've got something here. Backup disk. Let's try it on her terminal. It looks like she recorded a call. What have you got for me, Sagat? It was tricky, but you paid for the best. I can narrow it down to a cluster, maybe even a system. How soon can you have it? Shouldn't take long. Come to my office. Area Frontiers in the Dracon Trade Center. Gotta say, though, Tisoni, you're making me a little nervous.
How big is the trouble that could come out of this? Relax, Sikat. I'll see you in a few hours. This must be important. The Shadow Broker's people already tried to kill her once. I know where the Dracon Trade Center is. My car's outside. Let's go. The Beria Frontier's offices are located on the third floor. I don't hear police chatter. We must have missed the party. Liara's in there! Keela. They just took out three floors to make sure she's dead. I'll grab this guy car and seal off the building from the top. I'll start down here and work my way up. Just leave some for me. Aggressiv, würde ich mal sagen. So, irgendwas hier unten noch? Nope. Gut. Zuerst will ich ganz kurz gucken. Oh, hier ist also nicht viel. Hier ist irgendwer injured da. What happened? Was it a bomb? What happened? Who are you? What's going on? Okay, ihr seid alle nutzlos für mich. Please exit the building in an orderly fashion. I don't think so. Emergency power engaged. Okay, da kann man hin. Elevator? Vizier, the elevators are out and building security is down. No alarms, no police. Very professional. Serving industry for over 120 years. The Dracon Trade Center takes pride in being the home to Ilium's... Locker? Okay, schön. Beria Frontier employee. Looks like he got caught in the explosion. I wouldn't take any bets on Tassoni's informant surviving that blast. Man, er hat so gut wie kein Schwein das überlegt, also... Okay, hier sind auch wieder Sachen, die wir mitnehmen können. Casualty here. Looks like he's got bullet wounds. Watch yourself, Vizier. They used military grade hardware. Bullet wounds? Guess this was more than just an explosion. No shit, guys. Natürlich werden die, nachdem sie das hier hochgejagt haben, noch versuchen reinzugehen und sicherzustellen, dass sie auch tatsächlich tot ist. Und jeden anderen in der Nähe. Das nehme ich jetzt einfach mit, weil wir eh nicht hier nochmal zurückkehren werden. Wo ist hier noch ein ATM? Hier, klar. Stehen wir nochmal so ein bisschen. Ray. Power Cells. Eine Bombe. Okay, gehen wir einfach mal lustig hin. Obwohl, dann gehen wir noch nicht lustig dorthin. Sondern gehen erstmal lustig in die andere Ecke hier. Ich weiß nicht, ob wir noch Munition brauchen, aber wenn sie schon ist. Ja, mehr holen. Okay, dann gucken wir mal, ob wir das hier bereuen, damit zu interagieren. Vizier, I found a military grade explosive device. It hasn't been armed. Sloppy work. You use that kind of hardware when you don't have time to plan. Es hat not been activated, aber ist schön am Leuchten. Yikes. Vizier, I'm at the Beria Frontier's office. Liara signed in just a few minutes ago. Understood, Commander. Welcome to Beria Frontiers. Let us be your guide to limitless... Wow, what the? Expansion. Hostiles up ahead! Vizier, I'm pinned down. Works, and they're well armed. Ich gehe mal davon aus, dass es humanoide Gegner sind. Ansonsten, ich sollte aufhören, Granaten zu werfen, um zu gucken, ob ich den richtigen Dings drauf habe. Inferno Armor, bitte. Okay, sehr schick. Okay, die haben definitiv ihren Spaß daran, mit Concussive Sachen um sich zu werfen.
Oder Flashbangs oder was auch immer. So, irgendwer noch lustig hier? Die Kollegen können ganz viel Schaden anrichten. Ich gehe mal davon aus, dass es ein DSC ist, der man erst später angehen sollte. Also zu unserem... Ah, okay, das ist das, hier, Talis Sache. Sonst hier noch irgendwas hier draußen? Nope. Aber ein Terminal. Come on, ihr anderen, bitte mithelfen, damit nicht nur ich derjenige bin, der hier anvisiert wird. Ist da wirklich gerade... Ach, verdammt. Ja, indeed. Ho, ho, ho. Ich glaube nicht, dass ich damit jemanden getroffen habe, aber... Immerhin kann ich jetzt hier weiter vorrücken. Ah, Feuer. Ammo ist so gut. Sehr gut. So, Tali könnte auch mal wieder von den Toten auferstehen. Nope, noch nicht. Muss also mindestens noch einer hier sein. Nice. Come on. Ist immer noch nicht. Baum. Ja, da hinten ist nochmal irgendwo einer. Ich sehe den so überhaupt nicht. Den haben wir mal was anderes, ein Engineer. Bisher hatten wir nämlich Heavies und normale Agents nur. Okay, also Engineers können im Endeffekt diese Drohnen schicken, okay. Neben unserer eigenen Person natürlich. Come on, gib einfach um. Das Fiese ist, man sieht halt so wenig, weil überall Feuer ist und Dampf und all der lustige Spaß. Du bist aber auch gerade einfach reingepoppt. Wow, hi. Ernsthaft, die haben hier wirklich eine kleine Armee reingeschickt. Die Anzahl an Gegner ist abartig. This should slow him down. Direct fire on my mark. Come on, gib um. Fire a high impact shot. Du bist auch ein Vollidiot vom Herrn, ernsthaft. Hey, wir haben es geschafft. Hooray, Tali ist wieder auferstanden. Ist da irgendjemand, der vielleicht Munition gedroppt hat? Of course not. Waren so viele Gegner und keiner von euch hatte extra Munition. Okay, hier wenigstens so ein paar. Basir, these damaged pipes are on fire. They're blocking the stairs. Look for a switch to activate the fire suppressant system. Got it. Should be clear now. Good, I'm on my way down. Warum auch immer das halt jetzt hier so kommuniziert werden musste. Hey, ich muss was drücken. Drück was. Hab's gedrückt. Das war lustig. Holy shit. Ja, lustig, wie schnell man die alle umnieten kann, wenn man wirklich mit drei Leuten agieren kann. Nicht nur mit zweien. Also Tali, bitte beim nächsten Mal mehr zusammenreißen, danke Dön. This is valuable. Nice, Heavy Pistol. Das ist also der Fall wirklich, wenn man die DSCs nicht hat, kann man so viele Sachen nicht bekommen. Natürlich auch fies. Gerade wenn man nicht
Vergiss das, die DLCs theoretisch weiterhin sehr teuer sind. Been a few seconds faster, I could have stopped them. Is this Saket? Must have been. No sign of that data Liara talked about. Looks like a dead end. Speaking of which, did you find your friend's body? You mean this body? Liara! Something I should know? This is the woman who tried to kill me. You've had a rough day, so... I'll let that slide. Why don't you put that gun down? I saw you. I doubled back after I left. I watched you break into my apartment. You didn't know where Liara went, because she hid the message. You needed me to find it for you. Thanks for the help. Once she had my location, she signaled the Shadow Broker's forces. They bombed the building to take me out. She found Saket, took his data, and killed him. I'm guessing she's still got the disc on her. Good guess. Not that you'll ever see what's on it. You pure-blood bitch! Surprise, surprise, die Person ist böse. Ah, ich liebe die Granate. Yes! Want some more? Okay, dann prügeln wir uns mal durch diese 5000 Gegner durch. Oh, hier hätte man jetzt theoretisch dann halt... Kann man da rein? Hey, man kann da rein, cool. Come on. Leichtsinnig, sich so nah ran zu begeben. Irgendwer noch hier? Scheinbar nicht. Alright, dann mal hinterher. Find's eh lustig, dass sie alle zugeguckt haben. Garrus hätte die einfach snipern können. Oh well. Oh, hi. Yikes, gehst du bitte hinter Cover? Mal ganz kurz als erstes den hier entfernen. Machst du das schon wieder? Na, noch nicht. Also gut wie. Okay, weitere Clowns-Car-Rooms. Das ist ihre wieder mal. Okay. Auch hier könnten wir natürlich den Fahrstuhl uns nochmal angucken. Also tun wir das natürlich auch. Ah, okay. Das ist also auch nicht relevant. Kriegen nicht mal Voice-Overs für. Ha. I'm fine, by the way. Thanks for asking.
She's getting away! There she is. Are you for real? Hang a right. No, wait, left. I'm on her. Hang a left. Wir haben tatsächlich meine Flugsache. She's around the corner. She's almost out of range. We're not going into the construction site, are? Oh, goddess. Yes, we do. I'm not letting her escape with that data. Go, 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 go! I'm going! She's getting away. No, she's not chill. Kann ich mehr als Leertaste drücken? She's dropping proximity charges. I noticed. She's got reinforcements. What kind of guns does this thing have? It's a taxi. It has a fare meter. Wonderful. Truck. I know. Truck. I know. She's getting away. Spiel. There we go. You're enjoying this. A head-on collision at this speed. Yeah, I hear those can be bad for you. Man, Commander Shepard ist ja richtig sassy auf einmal. Truck! Again? Watch out. I've crashed on Azure. Get me some damn backup. Well, that was fun. Here's Vizier's car. Come on, she can't have gotten far. Watch out. They're dropping reinforcements in to slow us down. They've blocked the door. It's me, Shepard. Enjoy the ride. Okay, bevor wir weitermachen. Achso, da sind noch welche. Irgendwo. Da drüben. Okay, hi. Hier, Granate. Fetch. Neutralize the drone. Und was werde ich jetzt hier angeblich gerade getroffen, während ich hier unten. Achso. Doch, das war ein Gegner. Nope, das war kein Gegner. Oh wow. Wie auch immer du dahin geschafft hast. Ja. Yes. Shield down. Come on. Casualty. They're using combat drones. They're using jack shit. Ja, lass mal ganz kurz hier die Munition mitnehmen. Weißt du was? Hier. Garrus, steh mal wieder auf. Au. Ey, nicht Feuerammo gegen mich verwenden. That's my thing. What the fuck happened?
Come on, we can climb over to get to Vizier's car. Gott, die ist doch da schon längst raus, Mädel. Weil nicht nur, weil wir die Cutscene gesehen haben, sondern weil wir auch halt für eine halbe Stunde jetzt mal aufgehalten worden sind. Das soll irgendwie Absicht gewesen sein, dass sie da nicht hinkommen. Oh boy, hier wurde aber aufgeräumt. Hey, Power Cells. Now what's this? Shit, we don't need. A blood trail. Vizier got hurt in the crash. That should slow her down. Okay, also. Hier können wir rein, dann gehen wir natürlich da auch noch schnell rein. Please let me live. I'll do the mantras every week. I'll give to charity. I'll go back to the Citadel and get a good job, I swear. Hey, we're unarmed. We didn't see anything. Fine. What kind of hotel is this? Azure. It's a luxury resort with an exotic edge. Azure is slang for a part of the Asari body in some areas of Ilium. Where? Mainly the lower reaches, near the bottom. I meant where on the Asari body. So did I. Okay, ist hier sonst noch irgendwas? Hey, safe. Mehr Geld. Hooray! Meine, hier sind ja eh die, die reich sind. Von daher. Whatever. Okay, ich gehe mal davon aus, dass wir hier diesen Weg folgen sollen. So, let's. Okay, ist auf Blut. She's tough. We'll give her that much. She's a specter. Ah, gucken wir uns erstmal hier um. Weapons locker. Right, klar. Warum nicht? Gibt zwar für mich meines Erachtens keinen Grund, aktuell zu wechseln. Oh, die steht hier, wird aber wirklich aufgeräumt. Hier wird ja einfach alles und jeder ominiert. Eine weitere Medical Station. Mehr Geld? Yes. Ist da draußen noch irgendwas jetzt direkt so zu sehen? Nö, okay. Dann können wir, glaube ich, einfach hier gleich weiter. Ja. Vizier, it's over. Hey! Hey you! Come here. What's your name? Marianna. Marianna, you want to live, don't you? Tell those people that you want to live. Please. We'll get you out of here safely, Marianna. Well, that's good to hear. All you had to do was walk away. Now it gets ugly. Please, I have a son. A son? I hope he gets to see you again. I've heard losing a parent is just horrific for children. Scars them for life. I'm going to end you, Vizier. It's okay, Liara. We'll handle it. The usual way. You want Marianna's little boy to grow up without a mommy, Shepard? Thermal clips on the ground now. Power cells too. Is that it? What? Vizier, I let the Destiny Ascension die with 10,000 people on board, including the Council. I unleashed the Rachni on the galaxy. So for your sake, I hope your escape plan doesn't hinge on me hesitating to shoot a damn hostage. You're bluffing. Now, Liara. Das war ja also scheinbar so ein bisschen Wurst, dass sie gerade von dem Tisch getroffen worden ist. Also nicht nur sie, sondern auch unsere Hostage selbst. Okay, wir haben also jetzt hier...
Yeah, good point. Singularity deployed. Oh, come and get me! Ja, ziemlich nervig. Stay back, Shockwave. Wo ist jetzt genau hin? Charging Bionics. Nope. Okay, lasst uns ganz kurz Munition wechseln, um die einfach umzunieten. Ach so, sie hat jetzt eine Pause eingelegt, damit wir gegen irgendwelche noch 15 Gegner jetzt kämpfen dürfen. Alrighty. My target's down. Agent down. Okay, den Cooldown mal wieder wäre. Sehr schön. I'm red. Enemies incoming. Okay, Werbung vorbei. Miss me? Ja, sehr schön. Soll ich eigentlich irgendwelche Skills, die gegen Barriers mehr Schaden anrichten? Glaub nicht. In der Sekunde, in der ihr Schild weg ist, oder ihre Barrier, müssen wir sagen, sollte es hoffentlich schneller verlaufen. Get in here and kill Shepard, dammit. Okay, nächste Runde von dem Spaß. Dementsprechend nicht einfach hin. Sagen wir kurz mal ein bisschen Munition. Enjoy the ride. We've got hostile drone. Was lustig ist, die konzentrieren sich gefühlt alle auf mich. Das heißt also, meine Teammitglieder sollten das hoffentlich gebacken bekommen. Oh, du bist böse. Den Tali haben wir ja einfach ganz frech zurückgelassen. Ernsthaft, die schießen auf mich, das ist lustig. I'll send them flying. Come on. A-Hörnchen, B-Hörnchen, macht was. Ah, jetzt muss ich wieder die Waffen wechseln. Why? Okay, sehr gut. Cooldown braucht jetzt nicht so lange. Come on. Finish you myself. Oh, großes Mädchen. See ya. Can you keep up? Stay back, Shockwave. Man, Shockwave fliegt aber überall hin. You can't. Your powers are weak. See ya. Ja, so gewisse Sachen kannst du relativ gut ausweichen. Oh, das hat sie zu Porn geworfen. Ich dachte, die ist wegteleportiert. Cat's personal data pad. This has what we need to find the Shadow Broker. You're dead. The Shadow Broker has been in power for decades. He's stronger than anything you've ever faced. Is that why you sold out the Council to work for him? You think I betrayed the Council? Like Saren? Go to hell. The Broker's given me damn good intel over the years. Intel that saved lives and kept the Citadel safe. So if the Broker needs a few people to disappear, I'll pay that price without hesitation. Spectres don't blow up buildings filled with innocent people. Sure we do. We get our hands dirty so the Council doesn't have to. The Councilors might complain about our methods to soothe their consciences, but they never look too closely. Besides, you're with Cerberus. You have any idea what your terrorist friends have done? I know who they are and what they've done. It doesn't matter. I think it does. You want to judge me?
Look in the mirror. Kidnapping kids for biotic death camps? Killing Alliance admirals who ask questions? And you're with them. Don't you dare judge me. Don't you? Eliminate Sony and retrieve the data. Civilian casualties not a concern. Vasir's dead. I'm putting the data through to the Normandy's computers. We can be at the Shadow Broker's base in a few hours. He'll know about Vasir before long, if he decides to kill Farron. We'll get Farron out of there alive, Liara. I promise. I know. You're here to help. Just like always. That's not a good thing? When we first met on Therum, you saved me from the Geth. You fought a Krogan battlemaster while I cowered. Now you're doing it again. And I'm still leaning on you for help. That's what friends do, Liara. I can get us there based on Sakat's data. The Normandy's stealth drive will keep them from detecting us. The Shadow Broker's agents are still shooting their way through Ilium. With luck, they won't notice we've left until it's too late. That's a little cold. They killed innocent people. You know what I mean. Do I? When I hit the ground back at the Trade Center, you went after Vasir without a backward look. A little fall wasn't going to kill you. I had to stay on Vasir. I had to stay rational, make the call, like I did with Sakat. That's Vasir's fault, not yours. Sakat had no idea what the stakes were. I put him in harm's way to get the data I needed. I got him killed. And I'd do it again. But from here on out, things will be simple. Get in, get Farron, get out. And kill anyone who tries to stop us. That's it? That's it. Will you just stop for a second? We'll be jumping several light years. There's time to talk. About what? You haven't been the same since I came back, Liara. What do you want me to say, Shepard? That I mourned you? That I feel guilty because Farron got captured? I made mistakes. I lost people. I helped get you back. And I want to do the same for Farron. I'll sit and talk once he's safe. Until then, enjoying the scenery is an insult to the man who saved both of us. Okay, let's go. Oh shit, son. Liara ist an unserer Seite und sie hat Skills, die sie aber nicht vergeben hat. What? Super. Okay, also wir gehen einfach hin. Singularity mit Antworten der Dark Energy Sphere. Das haben wir so ein bisschen im Hintergrund sehen. Dangles your angles helplessly, leaving them wide open to attack. Warp rips enemies apart at the molecular level and stops health regeneration effective against armor and biotic barriers. Donk, donk, donk. Asari mit mehr Health, Weapon Damage and Power, Recharge Time. Finde ich lustig, dass wir das überhaupt vergeben dürfen. Und dann haben wir noch Stasis. Creates a powerful mass effect field that penetrates shields and other defenses to immobilize the target for a few seconds, preventing all actions and making it immune to damage. Das ist schwach, dass man das nicht von Anfang an so vergeben hat oder allgemein überhaupt das machen kann für jemanden, den man nur für eine Mission im Endeffekt hat. Hagalaz. The oceans boil during the day, then snap freeze 10 minutes after sundown. The Shadow Broker lives in this? His ship follows the sunset, completely undetectable in the storm, unless you know where to look. How do we get inside? The shuttle bay is locked down. We'll need to land on the ship and hunt for a hatch. But we can't stay outside for long. There's a constant lightning storm where the hot and cold air collide. A
It's hard to pinpoint in this lightning, but I'm picking up signals from a communications array near the back of the ship. There's nothing below but maintenance equipment. We have to find an entrance near the back shielding. Ich wollte schon sagen, wie zur Hölle kommen wir da rein? Die lassen uns ja nicht einfach nur durch. Und ich würde ganz gerne wissen, wie zur Hölle ich hier rüberkomme. Komme ich hier rüber? Soll ich hier rüber? Ja. Das ist ein bisschen doof, dass das halt... Maintenance Drones. Why are they attacking? Dann gehen wir mal ganz kurz hin, das hier. So, hier war irgendwas. Irgendwas hier zum Salvagen. Wir reißen das einfach mal ganz kurz hier raus. Wunderbar. Careful. Those capacitors discharge built up lightning. Thanks for the tip. Shepard, try firing at the capacitors. Perfekt. Das muss wehgetan haben. Okay, ich würde ganz gerne dann natürlich wieder die Munition wechseln. Ich dachte nämlich nicht, dass hier tatsächlich welche raustanzen würden. Kann man hier? Ja, hier kann man runter. Und natürlich kommen jetzt die Mechs, nachdem ich die Munitionsart wieder gewechselt habe. Excuse me. Warning. Hostile force using non-standard ammunition. Requesting assistance. Hostile force all have engaged. Ja, aber ein bisschen doof. Von der Position kann ich nämlich nicht rauspoppen, um zu schießen. Und jetzt haben wir wieder menschliche Gegner. Und gleich nochmal einen hinterher. For good measure. Das ist ganz schön bösartig, wie man da einfach draufballert und sofort dafür belohnt wird. What now? Man würde nicht damit rechnen, dass man hier einfach was rausziehen kann. Aber mal drauf geschossen. Man weiß ja nie, ob es hier irgendeinen Grund für gibt. Hier ist sonst nichts. Gut. Gott damit. Hier. Oh, whoopsie. Wir haben unseren Garrus gerade hier ein bisschen... Okay, ein bisschen cleverer agieren. Nicht auf uns selber schießen. Gucken, ob hier noch was ist. Na. Oh Gott, damit alle 5 Sekunden ist irgendein anderes Ziel. So macht ihr beiden mal bitte. Ich habe keine Lust, Munition zu wechseln. Come on, letzter Schuss bitte. Dankeschön. Wieder irgendwas zum Mitnehmen. Ist das richtig? Scheint so. Okay, looking down was clearly a mistake. Meine sieht cool aus, so ist nicht. Oh hey, hi. Echt mal irgendwo verstecken, wo wir nicht auf die Fresse kriegen. Come on, you can do it. Come on, A-Hörnchen, B-Hörnchen. Meine Güte, ich will Munition sparen. Die kriegt nichts zu backen. Ich wollte schon sagen, das sieht besser aus, aber nicht wirklich. This ship is incredible. It must have taken decades to build in secret. I wonder what happened to the contractors. I think we can guess. Navigating this storm is brutal. If the ship's engines stop, even for a moment, at least the Shadow Broker would go down with us. That? Motion dampeners. I bet you can't even hear the storm from inside the ship.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich die noch so viel zu erzählen hat, dass ich sie unterbrechen würde. Dann nehmen wir natürlich alles dankend an. Ah, boah, wir gehen wieder raus. Scheint uns hier doch besser zu gefallen. Okay, hier nochmal eine Medical Station. Braucht man zwar nicht, aber schön. Boah, das geht hier wirklich lustig weiter. Ich meine, wir sind schon relativ weit hinten. Oder? Das war aber ein schlechter Wurf. I'll send them flying. Ow. Shield your eyes. I'm red. Need support. Schön, hat man sehen, Concussive Shot eingesetzt. Ist jetzt hier noch einer? Ihr schießt zumindest noch, aber ich sehe gerade keinen. Da unten vielleicht irgendwie einer runtergeplumpst? Nope, okay. Okay, schön weit weg von dem Lightning-Conductor bleiben, denn die Dinger sind durchaus brutal. Ihr hättet nicht zusammen mit euren anderen Freunden angreifen können? Ich meine, der Kampf war für uns super angenehm, weil die in so einer dummen Position waren. Wir hatten so Highground etc. etc. Max. Natürlich kriegen das nicht gebacken. There we go. Und wieder zurückwechseln. Ich frage mich ja wirklich, wie viele Leute sich tatsächlich dieses Hin- und Hergewechsle zwischen diesen Munitionstypen angetan haben. Klar, nützlich, also so ist es nicht, aber es ist halt nervig. Seeking cover. Enemy bionics on the field. Oh, oh. Tja, Granate, come on. Hat die Frechheit, sich da oben festzuhaken. Ist das hier richtig? Panel controls. Ah, da sind sie. Okay, das war's noch nicht so hundertprozentig. Das war jetzt erstmal nur, um hier rüberlaufen zu können. Oh, hey, hi. Dann schnell mal hier hinter verstecken. Ist der draufgegangen? Au! Nicht lustig. Ja, tatsächlich. Watch for biotics. Heilige Scheiße. Concussive shot ready. There we go. Ich meine, du wirst ja eh schon nicht raus und kämpfen. Aber dann halt auch noch so verabschiedet zu werden, ist natürlich richtig bösartig. Keine Ahnung, nee, das war ein komplett schlechter Wurf ausnahmsweise mal. Das ist halt eine doofe Kampfposition, man will nämlich nicht an diesen Konduktor ran. Nice. Also hier gerade die Funktion, Gegner in die Luft ziehen zu können, ist richtig cool. Oh,
Arme Säue. Also die haben hier meines Erachtens ein sehr, sehr starkes Team. Die Gegner haben so überhaupt nichts zu lachen. Aber ich vermute auch bald nicht mehr. So, erstmal haben wir hier noch Zeug. Wir brauchen mehr Geld. Dankeschön. Oh, Munition. Yes, please. Nice. Das wollt ihr eigentlich nicht. I'm on it. On your six. So, wer? So, das war jetzt erstmal nichts. Ich dachte, da sind gleich wieder irgendwelche rausgepoppt. Not even a guardrail. I bet the broker's agents love patrolling the hull. At least the view is nice. There, that hatch leads directly to the communication signals. Schön, aber hier will ich mich trotzdem ganz kurz noch schnell umgucken. Denn hier ist so viel Zeug. Oder auch nicht, wer so meint. Kann ich hier rüber? Yes, sehr gut. So, wir haben hier Medical-Sachen noch. Ist hier wirklich nichts? Nope, scheinbar nicht. It's locked. Hang on, I've got a bypass shunt program that can crack it. How long will it take? I don't know, Shepard. I've never broken into the Shadow Broker's base before. Well, not this one anyway. All right. Stay down. You sure that shunt is working? It's illegal even on Ilium. It didn't come with a warranty. But you tested it, right? Here come more of them. Tell me you tested it. No time to talk. Yikes, hi. Das war nicht lustig. This should punch through them. Yep. Damit wollte ich jetzt zwar nicht Garrus treffen, aber... Watch for biotics. Scratch one! Liara! I'm sure it won't be much longer. Remember the old days when you could just slap Omnigel on everything? That security upgrade made a lot of people unhappy. Look out, more on the way! Yikes. Ansonsten, hey, Omnigel, remember? Den ersten Teil. Goddammit, warum seid ihr so weit auseinander? Oh hey, du bist ein Gegner. Ich dachte, du bist... Liara. Oops, too daisy. Rocket drones, front of the ship. What? Where? Oh, da. Oh, hi. Das ist ein bisschen ungesund, aber wir können da ja was machen gegen. Aber nicht scheinbar schießen gerade. Oh, damn it. So ist das Ding da, jetzt, das uns vorbeigeflogen ist, getroffen worden? Their attacks are disorganized. They'd be more effective if they all attacked at once. Please. Please give, don't give them ideas. God damn it. Oh, hi, du bist ja hier unten. The next wave looks like a big one. You just had to give him tactical advice. But now there'll be fewer left to deal with inside. Keep dreaming, DeSony. Okay, nice. Die da hinten weniger nice.
werden natürlich wieder die Raketendinger. Und green. Yep, danke schön. Headshot. There we go. There, the hatch is up. Nice. Logischerweise will ich da jetzt noch nicht sofort reinrennen. Ich will erst gucken, ob hier noch irgendwo Munition herumliegt. Denn das ist alles mir ein bisschen zu knapp gewesen. Da ist nochmal ein und dann sind wir voll. Sehr gut. Okay, dann gehen wir über. Hoffentlich ins Schiff jetzt.